Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung, und willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn in der Hauptquest. An dem letzten Rätsel, um die Herstellung des Stromes oder den Strom wieder anzuschalten. Und ich sehe gerade, das hier ist Horus Arm. Okay. Naja, gut. Ja, ich mach das mal hier, ne? Zack. Oben, unten, links, rechts. Oben. Unten. Links. Und rechts. Das war's. Klingt zumindest so. Ja. Sah ein bisschen merkwürdig aus, aber ist okay. So, jetzt muss ich hier irgendwie wieder zurückkommen. Die Frage ist nur, wie? Warum ist da dieses Ding? Ich will hier nicht runterspringen. Ich habe das Gefühl, ich breche mir dann die Knochen. Aber ich glaube, hier rüber komme ich auch nicht, oder? Komme ich jetzt irgendwie wieder zurück? Sieht irgendwie nicht so aus. Wie komme ich denn jetzt hier wieder weg? Ach, so vorzugsweise. Okay, dann hätte ich auch erst den oberen machen können. Dann wären wir jetzt einmal eine Runde gelaufen. Naja, gut. So geht's auch. Alles gut. So, wir haben den Strom wieder angeschaltet. Dass das eine gute Idee war, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, aber hey. So what? Dann mal rein in die gute Stube. Da benutzt jemand Werkzeuge und ich höre Stimmen. Mehr Eclipse. Es muss noch einen Eingang geben. Toll. Ganz großartig. Oh, und eine Energiezelle. Noch eine Energiezelle. Ich brauche nur noch eine, um an diese alte Rüstung heranzukommen. Das ist korrekt. Oi. Mhm. Sag mal. Was ist das, ein Plünderer? Oh, nicht gut, der hat Scanner auf dem Arsch. Soll heißen, sobald wir hier einen umlegen, macht das Ding uns alle. Wie soll ich denn da jetzt vorgehen, Alter? Okay, ich muss irgendwie den ausschalten. Der ist Stufe 15 und feueranfällig. Nicht gut. Kommen die her? Der eine humpelt nur noch. Die kommen aber her, ja. Wo?
So, die werden schon mal weg. Abwarten. Warte, ich muss abwarten, wo der eine hinhumpelt. Komm, zeig dich, Junge. Der hat gar gescannt, der Penner. Ja, warte. Ja, komm her. Mal ist. Okay, ich sollte vielleicht nicht immer drei Pfeile verwenden. Kommt er her? Sie sind es tatsächlich. Sie suchen keine Antworten, nur Waffen. Warte. Kommt er? Der kommt. Kommt er? Kommt er? Na komm, na komm. Nein! Oh. Ziel gefunden! Leck mich doch! Mann! Verdammte Axt nochmal! Gott, war das schlecht! Hätte ich vielleicht Nahkampf machen sollen. Okay, doch lieber drei Pfeile verwenden. Eine Rohstoffkiste. Die Todbringergewehr. Dieses Ding ist echt gefährlich. Okay, jetzt muss ich da hoch irgendwie. Aber so wie es aussieht, gibt es hier nicht mehr Gegner. Wenn ich das so richtig sehe. Ich schleppe das trotzdem mal mit mir rum. Und guck erstmal, dass ich alles einsammle. Hoffentlich finde ich noch eine Energiezelle. Das wäre schön. Aber vor allem, wenn ich die hier finden würde, wäre das super. Weil dann hätten wir alle. Und dann können wir uns die schöne Rüstung holen. Bei der ich ja damals so kläglich gescheitert bin bei dem komischen Rätsel. Da war ich ein bisschen durch.
glaube, das hat hier keinen Wert mit der Waffe. Tür, Knarre, ich glaube, da oben waren noch Pilze, ne? Jo, nehme ich auch mit. Erstmal alles mitnehmen hier. So, da ist noch was, da ist noch was. Und da drüben ist auch noch irgendwas. Hier geht's nicht weiter, ne? Ne, sah erst so aus. Mich aber akut vertäuscht. Welche Protokolle hier noch? Irgendwelche Datenprotokolle oder sowas? Pilze. Hallo, nimm die mit, Mensch. Was ist los mit dir? Pilze sind immer gut. Da, in der hintersten Ecke. Das muss aber was Wertvolles sein. Ah, geht. Ah, ist okay, ist okay. So, glaube, das war alles hier jetzt, ne? Da war die Tür. Ansonsten sehe ich hier gar nichts. Okay. Soll ich jetzt reinhüpfen? Muss ich jetzt runter? Anscheinend. Hauptsache, ich habe auch immer ein bisschen Panik, dass mich irgendwas im Wasser fressen will. Bin ich hier richtig? Keine Ahnung, ich sehe hier nichts. Da ist nichts. Da hätte ich aber hochgekonnt. Ach, da hätte ich rüber gekonnt. Da wollte ich aber auch nicht rüber springen. Muss ich da hin? Ich kann das auch so machen. Ist jetzt gar nicht so sehr das Problem. Da ist wieder irgend so ein Holo-Ding, wie mir scheint. Und hier war auch noch eine Message. Oh, diverse. Viele Messages. Na, jetzt wird's lustig. Reset. Danke für die Nachrichten. Die Zeit vergeht schnell im aktiven Dienst. 4 Monate sind es jetzt schon. Mit diesen neuen, ahnungslosen, rekrutierten, wilde Typen. Aber irgendwie klappt es. Mit dem 6. MEB haben wir einen Horus erledigt. Ich hoffe, es kam in den Nachrichten, Schatz, damit alle wissen, dass wir es schaffen können. Wir müssen Projekt Zero Dawn nur Zeit geben. Okay. Also die Nachrichten von den Leuten, die wir vorhin gehört haben, die wurden noch nachbearbeitet. Hallo? Ames, ich weiß, ich melde mich zu oft bei dir. Aber ich bin so stolz auf dich. Wir alle sind es. Wir wurden weiter ins Inland gebracht, als Vorsichtsmaßnahme. Andres und Reggie haben noch Schule. Ich passe auf sie auf. Wir wissen nie, wo du bist oder wann du kämpfst. Aber bei jedem Vitol rennen die Kinder raus und winken. Ich glaube an dich. Ich weiß, nichts wird mehr wie früher sein. Aber ich glaube an dich. An uns. Tut mir leid, Schatz, dass ich mich erst jetzt melde. Die Einsätze werden länger und die Arbeit wird noch mehr. Wie in einem Familienunternehmen. Ich versuche, dich von außen zu betrachten. Die Leute freuten sich, uns zu sehen. Sie hatten noch Hoffnung. Ich kämpfe für dich. Oh, ja.
Ja, oh oh. Zusammengeschnitten die Nachrichten. Die Originalnachricht haben wir schon gehört. In der letzten Folge. Die Nachrichten hier sind zusammengeschnitten. Statusbericht. 9. Mechanisierte Eingreifbrigade. Kommandierende Offizierin Lieutenant Fiona Morell. Die Truppenmoral wird weiterhin von den Gefechten gegen die Pharaoh-Plage ungünstig beeinflusst. Insbesondere, wenn diese in Bereichen stattfinden, in denen rekrutierte Zivilistengarden betroffen sind. Der Umfang und die Art der Todesfälle der teils unbewaffneten Zivilisten in diesen Bereichen ist unbeschreiblich. Und Zeuge davon zu werden, verbreitet Hoffnungslosigkeit in der Truppe. Und so fordere ich erneut, dass der Einsatz des 9. MEB wieder auf Einrichtungen konzentriert wird, die für Projekt Zero Dawn entscheidend sind. Und ich fordere erneut ein sofortiges Update über den zeitlichen Ablauf von Projekt Zero Dawn. Die Nachrichten kenne ich aber noch nicht. Ames, ich weiß nicht mal, ob du überhaupt noch lebst. Diese Nachrichten, sie sind angeblich von dir, aber sie klingen so künstlich. Zusammengefügte Sätze. Und du sagst gar nichts zu den Neuigkeiten. Die Eindämmungszone, die Atemgeräte, die Aufstände, One Earth. Was in Dallas Bubble passiert ist, waren nicht die Roboter, Ames. Sie geben mir nicht mal eine klare Antwort, wenn ich wissen will, ob du noch lebst. Sie sagen, wenn noch Nachrichten kommen, bist du noch einsatzbereit. Es ist unfair, Ames. Unfair, dass du nicht hier sein wirst, wenn es zu Ende geht. Ich liebe dich. Wie traurig. Wie assi vor allem. Vor allem, sie hat das gecheckt, Alter. Sie hat das voll gecheckt, dass sie die Nachrichten manipulieren. Na. Ja gut, zur Stärkung der Moral und allem blauen Blub. Okay, wir haben jetzt sehr viel Zeugs gefunden. Ich befürchte, wir werden akut kämpfen müssen demnächst. Benutzt die Konsole. Ja, sehe ich noch nicht. Ne? USRC, also US Roboterkommando, Einsatzberichte, Dezember 2065, Woche 1, vertraulich. Operation Kickback. Reno, Nevada. Die Zivilistengarde und Panzerbataillone lieferten sich Gefechte mit Gardeeinheiten des PN-12-Schwarms im pazifischen Nordwesten. Einsatzbeginn um 6 Uhr, Einsatzende durch Rückzug um 21 Uhr am folgenden Tag. Laut Bericht Verluste von über 40%. Operation Six Skull. Shenandoah Valley, SA Tech, Virginia. Die 12. MEB, unterstützt von der Zivilistengarde, lieferte sich ein Nachhutgefecht mit dem Ostküstenschwarm ES-17. Einsatzbeginn um 8 Uhr. Gegen 14 Uhr meldete die 12. MEB die Eroberung ihrer Stellung und erhielt die Autorisierung zur Sprengung der SA Tech-Anlage. ES-17 wurde dabei schwer geschädigt. Rückzug der Überlebenden der 12. MEB zur Akron-Cleveland-Verteidigungslinie. Operation Body Blow. Akron, Ohio. Die 9. und 10. MEB bekämpfte, unterstützt von anhaltenden Luftangriffen, den Horus-Klasse-Titan, der den Ostküstenschwarm ES-18 versorgte. Einsatzbeginn um 4 Uhr, Einsatzende durch Vernichtung des Titanen um 22 Uhr. Zu beachten ist, dass dies die dritte Titanenvernichtung der 9. MEB mit nur minimalen Verlusten darstellt. Brigadebereitschaftsmodus. 3. MEB widersetzte sich Rückberufungsbefehlen beim Operation Pinch-Hit-Einsatz an der Pensacola-Tallahassee-Verteidigungslinie. Kriegsgerichtsverfahren wurde eingeleitet. Ernsthaft? 7. MEB aus dem Einsatzgebiet New York zur Unterstützung des Wichita-Gebiets abgezogen, bereit. 9. MEB Neuausrüstung in USRC-Anlagen, bereit. 10. MEB überführt, von Karl Mahr nach Daten beschädigt. Okay, wir gucken uns erstmal um, bevor wir jetzt hier die Konsole aktivieren.
Da wird es wahrscheinlich rausgehen. Ach, hier geht's gar nicht durch. Ach so, hier ist nur ein Blick aus dem Fenster. Okay. Okay. Ich aktiviere gleich die Konsole, keine Panik. Ich gucke erstmal hier hin. Raum voller nichts. Noch ein Raum voller nichts. Und noch ein paar Pilze und noch eine Kiste. Okay. Nehmen wir alles mit. Lieber jetzt, als wenn es noch zu spät ist. Und die Tür hier ist akut geschlossen. Ach, ich würde so unglaublich gerne speichern zwischendurch. Das ist hier echt so angespannte Situation für mich. Okay. Na dann. Was ist das? Das? Eine Karte. Eine Karte wovon? Unserer Welt. Der Erde, Aloy. Sie ist nicht flach, wie du glaubst. Warum sollte ich das glauben? Bei Finsternissen liegt ein gewölbter Schatten auf dem Mond. Also ist die Welt eine Kugel. Und so sieht sie aus, von Weitem. Darüber reden wir ein andermal. Zurück zur Sache. Die Pharaoh-Roboter verbreiteten sich über die Welt und fraßen alles auf. Elisabeth stoppte sie, bevor es zu spät war. Aber wie? Ja, das ist eine gute Frage. Ist die Tür jetzt auf, ja? Natürlich ist die Tür jetzt auf. Das habe ich gehört. Das habe ich aber sowas von gehört. Wir sind sowas von am Arsch. Ich rieche es bereits. Oh Gott. Die Eclipse machen sich am Metallteufel zu schaffen. Sie wollen ihn doch nicht erwecken, oder? Vorsicht! Und der hier ist schnell. Großartig. Okay. Ich gucke erstmal hier lang. Den würde ich gerne von hier oben bekämpfen. Wenn mir das möglich gemacht wird. Ich weiß, wir sind zwar hier oben auch leichtes Ziel, aber was soll's. Ich weiß, der ist feuerempfindlich. Oh, der sieht mich gleich. Nicht gut. Jetzt sind wir sowieso am Arsch.
Huch. Oh. Oh. Okay. Also kämpfen. Das hat ja... Okay, ich wusste nicht, dass der das zerstören kann. Jetzt weiß ich's. Ja, Mensch. Ladebildschirm. Hatten wir auch schon lange nicht mehr. Das ist ja schön. Gut, dann, würde ich sagen, nutze ich diese Gelegenheit und beende diese Folge hier und kämpfe dann als nächstes gegen den Todbringer. Deshalb vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein bis zum mittleren Ende und bis zur morgigen Folge. Ich bin der Mechaniker und ich bin raus.